Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Zweirad-Ecke. Heute möchte ich euch mal so ein bisschen während der Fahrt berichten, wie meine Erfahrung ist mit der Piaggio MP3 HPE 400. Business, um es genau auszudrücken. Und ich hoffe, man kann mich anständig verstehen. Ihr seht schon, Handy ist an der MP3 angebracht und ja, wir fahren jetzt mal hier ein Ründchen. Und zwar gibt es so ein Oldtimer-Treffen und da fahren wir gerade mal hin. Ja, wie man an der Temperatur auch schon sehen kann, heute ist es etwas wärmer. Und ja, ein bisschen Wind ist auch. Und dementsprechend ist es auch dann schon etwas erfrischender während der Fahrt. Und ja, genau. Ja, was kann ich zu der MP3 sagen? Nach knapp 4000 Kilometern. Also man gewöhnt sich auf jeden Fall an das Fahrwerk. Dadurch, dass man vorne zwei Reifen hat, ist das Fahren natürlich schon etwas anders. Wie zum Beispiel mit einem Motorrad, das ja nur bekannterweise zwei Reifen hat. Ist schon auf jeden Fall was anderes. Man gewöhnt sich aber dran und passt dementsprechend auch die Kurvenlage an. Also man wird schon sicherer, das kann man definitiv sagen. Was auch ganz klar sicher ist, dass wir ausreichend Durchzug haben. Und das sehen wir jetzt auch, wenn ich mal Gas gebe. Dann kann es sein, dass man schnell mal auch über die 50, über die erlaubten 50 in der Stadt ist. Und auch gerne mal über die erlaubten 70 oder 100 außerorts. Also man muss schon hingucken. Aber nach der Zeit gewöhnt man sich auf jeden Fall dran. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr mich gut verstehen könnt. Auch wenn ich hier was schneller fahre. Ist halt so eine Sache, dass der Wind hier direkt aufs Mikro bläst. Aber gut, wenn nicht, dann muss ich das Ganze im Nachhinein nachvertonen. Dann ist das leider so. Übrigens hat mich bisher noch kein einziges Mal die Polizei angehalten. Ich möchte es aber auch nicht zu laut sagen. Mit den kleinen Rollern 50ern damals hatte ich das Problem öfters, dass ich angehalten wurde, weil die dann halt denken, man hat irgendwas dran gemacht. Bei so einem großen Roller bzw. bei einem Motorrad ist das ja unwahrscheinlicher. Auch mit den 125ern, mit denen ich Probe gefahren bin, war das nicht so. Aber gut. Ja, ansonsten MP3. Ich kann euch eins schon mal sagen, das Tacho geht falsch. Also was heißt falsch? Es geht vor, wie jedes Tacho. Und die Tankanzeige, die geht auch, naja, wie soll ich es ausdrücken? Also wenn er hier leer anzeigt, dann ist er noch nicht leer. Also ihr seht ja, wenn ihr den Roller anmacht, wie weit er dann runter geht mit der Anzeige, also mit der Nadel. Und dementsprechend könnt ihr das Ganze auch für bare Münze nehmen, wenn ihr fahrt. Also ich war gestern wirklich kurz davor, dass es leer war und bin dann noch, ja, hingetuckert zur Tankstelle. Aber bin dann auch noch angekommen und konnte tanken. Ansonsten, die Geschwindigkeiten, die es hier reichen kann, hatte ich euch ja schon mal in dem Autobahnvideo gesagt oder auch in dem separaten Video zu der Geschwindigkeit in der Beschleunigung. Also Autobahn kann man auf jeden Fall damit fahren. Ich bin jetzt eine längere Strecke von über 200 Kilometern gefahren. Und ich muss sagen, da hat es sich ziemlich gut geschlagen. Ich habe mich dann so bei 120 eingependelt, außer es kamen irgendwo Baustellen. Dann bin ich dann nur mit 80 durch, also die erlaubte Geschwindigkeit. Ansonsten hat es definitiv Spaß gemacht, auch mal eine lange Strecke damit zu fahren. Und es war deutlich bequemer, wie ich gedacht habe. Also das kann man schon sagen, obwohl der Roller für mich persönlich, also von der Sitzbank her, ein bisschen zu klein ist. Aber gut, kleine Personen werden da wahrscheinlich eher das Gegenteil behaupten. Aber bei großen Personen, die über 1,90 Meter sind, könnte die Sitzbank bei dieser Version gerne ein Stückchen nach hinten rutschen. Ansonsten Spiegel, na gut, die könnten besser sein meiner Meinung nach. Aber man kommt damit klar. Ansonsten das Gewicht, ja, da müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr das Ganze rückwärts schiebt, dass ihr den Roller nicht umkippen lasst. Das kann gerne mal, oder kann fast passieren, oder ist mir fast schon mal passiert. Weil wenn ihr kurz mal Gas gebt, dann geht der Rolllock aus und dann kann es sein, dass er das Gleichgewicht verliert. Aber wie gesagt, mir ist es noch nicht passiert. Aber wahrscheinlich schon dem einen oder anderen. Vor allem, wenn man dann etwas schwächer ist, kann das schon mal gut sein. Ansonsten, was habe ich noch zu berichten?
Ja, temperaturtechnisch, also in der Stadt, vor allem wenn es wärmer ist, dann geht auch gerne mal der Lüfter an. Da muss man so ein bisschen drauf achten, dass ja, ihr nicht zu sehr im Stau steht, wenn man das dann irgendwie beeinflussen kann. Ist auch schwierig. Apropos nochmal Rollock, wo ich gerade stehe, also den benutze ich auch nicht oft, auch wenn ich stehe nicht, weil das schon dafür sorgen kann, dass das Ganze, die ganze Mechanik vorne drunter leidet. Ja, ist die Frage, wie lang und wie oft muss man das machen, damit es leidet? Weiß ich nicht. Ich möchte es nicht riskieren, deswegen bocke ich die teilweise auch auf ohne Rolllok. Aber gut, ich gehe auch jeden Tag zum Kraftsport und trainiere fleißig meine Beine. Und dementsprechend ist das Gewicht nicht so das Problem. Bei anderen Personen, wo das Gewicht das Problem ist, ihr könnt das Ganze natürlich mit dem Rolllok aufbocken und dann auch, ja, wenn der Roller am Ständer steht, den Rolllok ausmachen. Dann springt der Roller so leicht hoch. Würde ich dann noch mit gerade im Lenker machen, also so wie er gerade ist, also nicht eingeschlagen, sodass das Schloss schon drin ist. Und ja, dann sollte das auch kein Problem sein. Aber wer eine MP3 schon mal ein bisschen länger gefahren ist oder länger hat, kann ja mir ja gerne berichten, wie es bei seinem Rolllok so ist. Übrigens, ich habe einen Händler gefunden, der macht mir die 10.000 Inspektion bzw. eine Jahresinspektion nächstes Jahr. Da der Kostenvorschlag lag bei 400 Euro. Das finde ich in Ordnung. Gut, wer weiß, was bis dahin noch ist. Vielleicht sind die Reifen noch runter. Muss ich mal schauen. Aber das sehen wir dann. Übrigens, wenn er hier 80 anzeigt, ihr seht es ja schon hier an dem Navi, dann sind es 73. Bei dem GPS ist ja auch die Frage, ob das ganz genau richtig geht. Und worauf ihr auch immer aufpassen müsst, ja, das ist aber bei jedem Motorrad, jedem Roller so, schaut voraus und haltet genug Abstand zum Vordermann. Wenn die mal auf die Eisen gehen und dann habt ihr einen rutschigen Untergrund, dann kann das Ganze schon ja, für euch blöd enden. So, jetzt geht es gleich auf die Autobahn, dann kann man mich wahrscheinlich nicht mehr hören. Ja, vielleicht nochmal kurzes Fazit. Also bisher bin ich zufrieden mit dem. Ich bin ja auch schon das eine oder andere Motorrad gefahren und ich tendiere eher zum Motorrad, obwohl die MP3 definitiv Daseinsberechtigung hat. Alleine schon, ich bin ja weiter weggefahren, weil ich da zu einem Hotel bin, zu einem Event. Und da passt halt viel rein. Ihr müsst hinten keinen Rucksack drauf. Also ich hatte Klamotten für mehrere Tage dabei. Sogar mein eigenes Kissen noch, weil ich sonst immer Nackenschmerzen bekomme. Und ja, das hat alles gepasst. Das wäre beim Motorrad natürlich anders, ganz klar. So, ihr seht schon, Autobahnauffahrt mit 50 hier in die Kurve. Aber ich fahre jetzt auch direkt in eine Baustelle rein. Dementsprechend kann ich dann doch noch mit euch reden. Und da habt ihr auch gerade gesehen, diese Hilfsspuren, die hier aufgeklebt sind, da könntet ihr mit dem Motorrad auch wegrutschen, vor allem wenn die sich gerade lösen. Da ist die MP3 dann noch mal ein bisschen bevorteilt. Ich hoffe, das ist auch richtiges Deutsch. Naja, ihr wisst, was ich meine, weil wir halt vorne zwei Reifen haben. So, jetzt geht's los und ich würde sagen, jetzt mache ich gleich mal einen kurzen Cut. So, ich hoffe, man kann mich noch hören. Ich probiere es mal gerade. Also wir fahren gerade 100 und schnell geht auch noch, aber ich glaube, dann könnt ihr mich gar nicht mal verstehen. Seht ihr auch Autobahn, alles super. Also dementsprechend, ich würde eher die MP3 kaufen, wenn ihr das Geld habt, als den B196 zu machen. Außer ihr möchtet wirklich ein Fahrzeug für schnelle Kurvenfahrten und so weiter, dann vielleicht doch eher ein 125er. Wenn ihr was Schnelleres möchtet, aber auch gleichzeitig, ja, sage ich mal, nicht so viel Geld ausgeben möchtet für den MP3 oder besser gesagt mehr wollt für den Preis, dann müsst ihr halt den Motorradführerschein machen. Gut, ich würde sagen, das war's für das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was ich übrigens noch sagen muss, was ziemlich gut bei der MP3 sind, eigentlich die Bremsen. Ich hatte mal im Video gesagt, dass die nicht so gut sind, aber ja, im Vergleich zu anderen Fahrzeugen sind die schon gut. Jetzt hoffen wir mal, dass wir den Alex hier irgendwo finden. Ich weiß jetzt nicht, wo er sich hingestellt hat. Hoffentlich irgendwo im Schatten. Ah, da ist er doch. Da ist er.